Hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Unboxing! Heute packen wir das hier aus, das ganz neue Comica VM40. Ich habe es von Comica bekommen und ihr wisst, bei solchen Sachen sage ich nie nein. Und ich bin super gespannt, weil das ist so, glaube ich, die eierlegendste Wollmilchsau überhaupt unter den Shotgun-Mikrofonen. Im Vergleich zu VM30, was ja auch schon richtig gut war, sind hier noch mehr Neuerungen drin. Kleiner Teaser-Alarm. Wir haben 32-Bit-Float-Aufnahme und einen internen Speicher, der bis zu 40 Stunden aufzeichnet. Also im Prinzip wie diese kleinen Rode Wireless-Mikrofone. Aber es ist alles hier drin. Ach, wir packen jetzt mal aus. Ich musste jetzt so lange warten. Und jetzt gucken wir einfach mal, was hier alles drin ist. Ich nehme ja mit meinem Rode Wireless, nee, ist kein Wireless, Rode NTG Videomic auf und habe es quasi wireless gemacht, indem ich die Rode Pros, den Sender, ans Mikrofon angeschlossen habe und habe jetzt auch keine Kabelverbindung zu meiner Kamera, aber das hier ist so richtig wireless im Prinzip, weil da brauche ich nicht extra einen Transmitter anschließen, weil der ist eingebaut. Und dann gucken wir mal, was wir jetzt hier alles drin haben. Ich mache es ein bisschen spannender. Oh, nette Tasche. Also das ist schon mal ein großer Unterschied zum Rode. Rode hat keine Taschen, wenn man ein Mikrofon kauft. Hier ist schon mal direkt eine Tasche dabei. So, dann gucken wir mal. Sehr schöne, robuste Tasche. Wir machen mal auf. Ich gucke mal zuerst rein. Okay, also hier oben ist anscheinend das ganze Zubehör drin. Wir haben einen ziemlich dicken Klopfschutz, wie auch immer ihr das nennt. Oh, und einen richtigen Windmuff diesmal, so wie es aussieht. Nicht mehr diesen dünnen Überzieher, sondern so eine richtige kleine englische Mütze hier. Im Prinzip wie... Oh, die ist richtig schön, die ist richtig dick. Guck mal hier, was das für ein dicker Puschel ist. Also das wird nicht mehr so ein dünnes Ding einfach drüber gezogen, weil das war ja bei dem VM30 ein großer Kritikpunkt, weil trotzdem noch sehr viele Windgeräusche durchkamen. Was haben wir denn hier noch? Dokumentation. Was ist das? Also ihr seht, hier ist auch nochmal so eine schöne Netztasche drin mit zwei Fächern unterteilt, einem kleinen und einem großen Fach. Aber was ist das? Ah, das sind Adapter. Das ist, um das Mikrofon irgendwo drauf fest. Also Viertel Zoll und, wie heißt das andere, 3/8 Zoll, keine Ahnung. Hier so, mal so, so Adapterschrauben. Einmal groß und einmal klein. Kann man nie genug haben. Was haben wir hier? Kabel. Einmal, was bist du? TRS auf TRS. Das heißt, das ist für Anschluss an Kameras. Wäre hier schön. Orange. Einmal mit einem 90 Grad Winkel drin. Gefällt mir sehr gut. Macht auch einen guten Eindruck. Ich mag ja auch hier diese Spiralkabel, weil dann hat man nicht immer so ein langes Kabel irgendwo rum. Und was haben wir hier? Hier haben wir TRRS auf TRRS. Ihr seht das hier an diesen drei Ringen. Das heißt, das hier ist für, auch für, je nachdem, für Kameras, für Smartphones, kommt halt drauf an. Da haben wir das schon mal. Und was ist das? USB-C-Kabel. Sogar ein richtig hochwertiges und es sieht auch verdammt lang aus. Also richtig gutes Kabel. USB-C auf USB... Ah ne, kann man hier. Guckt hier. Kann man auseinandernehmen. Entweder USB-C auf USB-C. Na, schalt mal scharf hier. Oder halt auf USB-A. Also sehr gutes Kabel. Auch mit einem... Hier mit so einem, um die Interferenzen wegzuhalten. Schon mal
richtig gut. Also das gefällt mir gut. Vor allen Dingen hier die englische Bärenfellmütze, die finde ich immer richtig genial. Und hier so einen richtig schönen Puschel haben wir. So, wir legen das mal alles hier hin. Damit wir hier mal alles sehen, was bei einem Komiker alles mit dabei ist. Also ich finde schon mal richtig gut. Den müssen wir zum Beispiel bei Rode Extra kaufen. Der ist jetzt hier mit bei. Gut, ich lasse jetzt die Schräubchen hier drin. Hier, das wird nur eine Quick-Start-Anleitung sein. Jetzt machen wir mal zu. Dann gucken wir mal, was hier in der unteren Etage drin ist. Ich hoffe, wir haben mal das Mikrofon. Die Chancen stehen gut. Ja, guck mal hier, wie schön das alles verpackt ist. Wir haben das Mikrofon. Jetzt kann man hier wieder nicht so richtig sehen. Sieht richtig gut aus. Wir haben das kleine Display. Es hat ein eingebautes Display, was ich sehr genial finde. Ich gucke mir das jetzt aber erstmal in Ruhe an. Wir haben hier eine Spinne. Und auch hier hat Komiker zugehört. Weil das Problem der Spinne war, sie war letztes Mal mittig. Und je nachdem, wenn man den Sucher an den großen Sony-Kameras zum Beispiel ziemlich mittig hatte, dann kam man immer gegen die Halterung. Und jetzt hat man die Möglichkeit, das Ganze so ein bisschen zu verschieben und anzupassen. Auch sehr gut gefällt mir hier viele Kabelführungen, um die Anschlusskabel festzuklemmen. Richtig schön, gefällt mir gut, macht einen sehr guten Eindruck. Das haben wir drin, Mikrofon haben wir drin und wir haben einen Receiver drin. Und zwar sieht er vollkommen genial überholt aus. Er sieht nicht aus wie immer, der sieht vollkommen neu aus. Da muss ich aber erst noch gucken. An der Seite haben wir zwei Anschlüsse hier. Einmal Kopfhörer und einmal den Anschluss an die Kamera. Hier unten haben wir drei Buttons dran zum Einstellen, da muss ich aber noch gucken. Hier haben wir eine schöne Klemme, womit wir es auf dem Blitzschuh festmachen können oder aber auch irgendwo festmachen können. Und wir haben noch einen Adapter fürs Stativ. Also richtig, richtig guter Lieferumfang. Kiste ist zwar ziemlich groß, aber auch richtig viel drin. Also richtig viel Liebe zum Detail. Und ich kann jetzt schon sagen, Komiker hat schon einige Dinge zugehört. Das heißt, der Windmuff ist komplett neu designt. Das heißt, der hier ist komplett neu designt und best verbessert. Mikrofon ist relativ groß. Also ist so, nochmal hier dran halten. Also so ein Stück größer als mein Rode. Ich kann es jetzt leider nicht runterholen, dann hört er mich nicht mehr. Aber ja, hier haben sie es nicht geändert. Das war auch so ein Kritikpunkt hier unten, dass das Stellrädchen nicht rastet beim Drehen. Weil hier können wir nochmal den Gain einstellen, wie beim Rode VideoMic auch. Und das ist stufenlos stellbar und manche sagten, je nachdem, wenn man es hält, wird man drankommen. Aber eigentlich ist es ja hier geschützt. Also ich weiß nicht, da muss man es echt schon komisch halten. Wir haben hier drin 32-Bit Float, interne Aufnahme, bis zu 40 Stunden ist hier drin. Das heißt, ihr könnt das Mikrofon auch nur so mitnehmen, um Interviews zu machen. Wo ihr aufpassen müsst, ist, die Antenne sitzt hier unter diesem Display. Das heißt, wenn ihr hier die Hand drum macht, dann stört ihr die Bluetooth-Verbindung. Es kann nämlich angeblich, das werden wir testen, bis zu 200 Meter Bluetooth-Verbindung haben. Ich finde das richtig genial, weil man ist so unabhängig. Es muss nicht mehr auf die Kamera montiert werden. Ich kann irgendwo dieses Mikrofon platzieren, ich kann es an einem Boom dran machen, ich kann immer noch ein Safety Channel können wir auch einstellen. Wir haben High Pass, wir haben Low Pass, wir haben irgendeinen High Pass Boost noch drin, wir haben einen Safety Channel drin, wir haben ein Display, wo wir das alles sehen können. Mal gucken, wenn ich das anmache. Ich habe die falsche Brille an. Mal gucken, ist schon ein bisschen geladen. Es geht an. Ja, ich gucke mal gerade, ob ich euch das Display zeigen kann, ob das scharf stellt.
Sonst müssen wir das nochmal irgendwie anders machen. Also ihr seht, den Pegel könnt ihr jetzt schon sehen. Und wenn ich jetzt hier unten dran drehe, ja, mal gucken, ich kann gerade nicht sehen, in welche Richtung ich drehe. Ich spreche natürlich jetzt auch nicht da oben rein, aber ihr seht, wie sich das verändert. Und wir sehen, ob wir im Safety Channel sind. Wir können hier, wenn wir hier die Lämpchen drücken, ne, dann können wir die verschiedenen Sachen hinzuschalten, also High Pass, Low Pass und so weiter. Können wir hinzuschalten. Ich werde das Ganze jetzt mal laden und mir die Gebrauchsanleitung mal zu Gemüte führen. Und dann werden wir das Ganze auch mal testen, weil ich finde das so genial, weil man so viele Möglichkeiten damit hat. Und es ist alles in diesem kleinen Mikrofon drin. Ich kann es digital anschließen, ich kann es analog anschließen, ich kann es wireless anschließen. Angeblich kann ich sogar zwei es wireless und analog digital anschließen. Das heißt, wenn ich mit zwei Kameras aufnehmen würde, dann, jetzt lass mich überlegen, dass ich hier keinen Fehler mache, kann man das irgendwie mit dem Mikrofon einmal analog und einmal digital aufnehmen? Ich habe keine Ahnung. Ihr könnt auch, glaube ich, zwei verschiedene Mikros, also zwei von diesen anschließen. Und ich glaube, ihr könnt auch diese, die haben ja auch diese kleinen unterwegs Mikrofone, die kann man auch anschließen. Also ich muss jetzt mal hier gucken, wie das alles funktioniert. Und wo geht's an? Hier müsste es angehen, aber der ist nicht geladen. Ach so, und was ich noch ganz vergessen habe, ihr könnt das Ganze über eine App steuern. Die werde ich mir jetzt runterladen. Ich werde das alles jetzt mal in Ruhe ausprobieren. Und dann gibt es eine Fortsetzung von diesem Video. Aber erstmal muss ich sagen, ich bin tief beeindruckt, was Kumika da alles in dieses Kästchen geschmissen hat und was, wo sie auch wirklich zuhören bei ihren Usern. Wie gesagt, hier ist verbessert, das ist verbessert, das ist verbessert und 32-Bit-Float und interner Speicher und. Das ist so eine eierlegende Wollmilchsau unter den Mikrofonen. Also richtig genial. So, erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ist leider ein langes Unboxing geworden. Ich komme immer so ins Plaudern hier mit euch. Aber ich werde das jetzt alles mal gucken und dann melde ich mich wieder. Dauert aber eine Zeit. Ich muss es ja mal ausprobieren. Alle Einstellungen und alle Sachen, wie man was macht und so weiter. Aber vielen Dank fürs Reinschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.